ein neuer Tag im Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Und da ist der Modi auch schon. Jo, weiter geht's mit einem neuen Tag, eine neue Mission. Morgen, Zwergi, geben wir auch heute wieder unser Bestes. Hallo? Nanü, wer könnte denn das sein? Seid ihr das Retterteam Bilateral? Ja, korrekt, das sind wir. Moment mal, bist du nicht? Bitte helf meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, für Lau arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Ich erinnere mich an dich. Du bist doch das Papunga vom Pokémonplatz neulich. Das Team von Tengulist hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt schon. Allerdings ist Tengulist... er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Mit Papunga können zwar überall... Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt, doch überall dichte Wolken... Doch obwohl dichte Wolken am Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tengulist starke Winde entfachen. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tengulist ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als 1000 Worte, Zwergi. Damit ist es beschlossen. Wir werden sie suchen gehen. Wirklich? Vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen. Nehmen wir es in Angriff, Zwergi. Na dann, auf die... In ein nächstes Abenteuer Stillklamm. Weil der Wind dort still ist, oder was? Okay, Stillklamm. Zum Aufstellen. Wir haben doch jetzt... Können wir noch ein viertes Teammitglied mitnehmen, oder? Wie sieht das aus? Prof, der ist doch mit dabei. Können wir den nicht noch? Ach, wir können nur drei Mitglieder mitnehmen. Das ist ja blöd. Obwohl Takiro schon ziemlich... Ja, okay, dann würde ich vielleicht doch mal Prof mitnehmen. Takiro ist vielleicht... Ja, wir müssen eigentlich Takiro noch ein bisschen trainieren, aber... können wir wirklich nur drei mitnehmen? Und wir haben nur dieses... Okay, wir können wirklich nur drei mitnehmen? Das ist ja skandalös. Ich kann mich daran erinnern, dass man früher mehrere mitnehmen konnte. Na ja, gut, dann hat Prof Level 13, das ist halt, ja, ist schon besser. Denke ja. Na dann. Und aufbrechen. Dann halt mit Pfiffchen. Geht's mit Pfiffchen heute unterwegs. Puh, hier geht es wirklich steil runter. Dein Freund Papunga befindet sich also hier in diesem Klamm? Ja. Es tut mir echt leid, euch damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Hey, das ist gar kein Problem. Packen wir es an, Zwergi. Fragt mich denn hier niemand, ob ich das machen will? Scheinbar nicht, aber gut. Ich mach's einfach mal mit. Ist ja kein Problem für mich. Augenblick noch. Ja, was gibt es denn? Da wäre noch etwas. Dieser Ort heißt zwar Stillklamm, doch ganz so friedlich wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schläft in diesem Klamm ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind nur Gerüchte. Doch da Tengulist ja auch noch nicht wieder zurück ist,
hielt ich es für meine Pflicht, euch davon zu erzählen. Aua, mein Bauch, das tut so weh. Huch, was hast du denn bloß? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Aua! Wahrscheinlich habe ich heute Morgen etwas Falsches gegessen. Hey Zwergi, du siehst auch ziemlich blass aus. Hattest du nicht das gleiche gegessen? Der ist bestimmt auch schlecht, oder? Also mir geht's prima, Mordi. Ich weiß nicht, was du hast. Was soll denn das, Zwergi? Du musst mich doch unterstützen. Ich muss gar nichts, Mordi. Schließlich sind wir Partner. Wir sollten uns eigentlich blind verstehen. Ja. Warum regst du dich denn plötzlich so auf, Mordiv? Ich dachte, dir tut der Bauch weh. Wie? Mein Bauch tut weh. Ich glaube, die Köpfe, ja, die lassen langsam nach. Ja. Alles klar. Ist, ja. Ich verstehe, was hier läuft. Hahaha. Zurück zum Thema. Von was für einem Monster sprechen wir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monsterort existiert. Verstehe. Dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Ammenmärchen ist. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Seid bitte vorsichtig. Keine Sorge, wir passen auf. Gehen wir, Zwergi. Wenn du nicht wieder Bauchschmerzen bekommst. Denn ist ja alles klar. So, Stillklamm. Mitstreiter des Retterteams erhalten auch Erfahrungspunkte und werden stärker, während sie sich dort befinden. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn sie auf ein Abenteuer mitnehmen möchtest. Jo. Zwergi, Mordi, Prof. Auf geht's. Oh ja, gut, Gegner. Den habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich wollte schon weiter ran. Ich war jetzt gar nicht. Ja. Sorry. Ein bisschen Geld sammeln als ein Modi. Teddy Ursa. Auch wenn du ein kleiner Teddy bist, dich kriegen wir trotzdem besiegt. Dich machen wir alle. Na komm. Neuer Level. Für wen? Für Modi. Level 11. Hervorragend. So, um Prof mache ich mir keine Sorgen, das Level 13. Der ist höher gelevelt als ich. Teddy Ursa. Okay, hat sich selbst erledigt. Okay. Dann müssen wir ihn nicht mehr besiegen. Ist okay. Okay, da ist die Treppe. Hinunter. U10, das kann ja eine Weile dauern. Na, dann hoffen wir, dass wir schnell zu den Türen finden. Je schneller wir die Türen finden, desto schneller sind wir da. Müssen wir uns nicht ewig auf einem Untergeschoss aufhalten. Da will ich so schnell wie möglich weiterkommen. Schade, dass ich kein Wasser-Pokémon genommen habe, weil wenn man ein Wasser-Pokémon des Start hat, dann kann man durch gewisse Wassergebiete laufen. Das ist jetzt als Feuer-Pokémon nicht so gut. Ja, vielleicht kriege ich noch irgendwo ein Wasser-Teammitglied. Man kann ja auch irgendwann den Starter wechseln. Also man kann ja auch dann sagen, du Zwergi, der bleibt jetzt mal zurück und spiel jetzt einfach mal den. Ja. Die Ninilein. Was zum Henker? Liebe Lebersamen. Der kleine Titty hat uns besiegt, oder was? Ich glaub's ja nicht. Da hoffe ich, dass wir noch genügend Belebersamen mit haben. Eine Samenbox. Positivsamen haben wir noch mit dabei. Mini-Belebersamen. Okay, einen haben wir noch und ein paar Sinnelbeeren. Ein Fliehurb. Okay. Apfel, da sollte ich einmal von essen. Das wäre nicht grundverkehrt. Sehr gut, wieder gesund. Und ich sehe da gerade den Kollegen hier.
Na, Spitzenklasse. Mein Team regelt das für mich, ohne dass ich sonderlich kämpfen muss. So muss das. Team, die Abkürzung für Trolle, ein anderer macht's. So, U3. So viele Teddy-Ursas hier. Ein Berg voller Teddys. Nee, ist klar. Ich gehe mal hier lang. Oder hier lang. Oh. Das ist doch ein Duftrohr. Nein, lass dich nicht so schnell besiegen. Vergiftet, verdammt. Müssen wir schnell zur Treppe kommen. Puh. Da ist die Treppe. Sehr gut. Nein. Noch ein Teddy-Ursa. Wie viele Teddy-Ursas halten sich hier auf? Was ist doch hier? Auf der Ebene findet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Gib ihm einen Apfel. Okay, ein Schnäppke ist das doch, glaube ich, oder? Wo befindet sich das? Ganz weit weg von der Tür oder so? Na gut, versuchen wir's. Also wenn wir vorher zur Tür kommen, dann lassen wir's bleiben, aber grundsätzlich nicht verkehrt. Schnäppke können wir mitnehmen. Schließen sich, glaube ich, immer unserem Team an, oder was? Ja, Schnäppke würde ich jetzt nicht unbedingt als Priorität erachten, ins Team mitzunehmen, aber ja, können wir ja mal retten. Sehr gut. Was bist du denn? Ein Hornidu. Sehr gut erledigt für mich. Na komm. So, hier ist ein Apfel. Äpfel haben wir noch ein paar mit dabei. Na komm, Apfel geben. Laufwampf. Sehr gut. Schnäppke. Schnäppke will mitkommen. Level 15. Ja, gerne. Kommst du mit? Können wir gebrauchen. Okay. Ein Wasser-Pokémon. Ich zieh mich zurück. Ah, shit. Wasser-Pokémon da so vorsichtig flüchten. Hier ist die Treppe. Flieht, ihr Narren. Ah, der Prof hat's erledigt. Sehr schön. U5. Gleich die Hälfte geschafft. So, wo ist die Leiter, die Treppe? Ein Hund eben. Nein, ein Hunduster. Das ist ein Pokémon, das hätte ich gerne hier mit dabei. Das wäre nicht schlecht. Sind das jetzt nur die Pokémon, die wir unterwegs sammeln? Also die wir hier, die kampfunfähigen, denen wir einen Apfel geben und die dann mitkommen? Oder können wir auch Leute, die wir besiegen, mit ins Team nehmen? Das wäre mal interessant. Wir können beide aus der Ferne feuern. Na komm. Sehr gut. Ach, der sucht sich meinen Attack aus. Wenn ich einfach so A drücke und keine auswähle. Interessant. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass der einfach die Feuerattacke einsetzt. Okay. Levelaufstieg. Für Zwergi, sehr gut. Level 12. Na, irgendwo muss doch die Türe sein. Nicht die Tür, sondern die Leiter. Die hier, die Treppe. Autsch. Oh nein, er steht auf der Leiter. Auf der Treppe. Mit der Treppe Tür musste ich jetzt mal anscheinend zwei. Und weiter. Na komm, flieh. Weitergehen. U6. Oh, hier haben wir einen Kikleon-Laden. Können wir was kaufen? Manchmal eröffnet Kikleon einen Laden mitten in einem Dungeon. Du kannst dort Items kaufen, indem du sie aufhebst und anschließend Kikleon ansprichst. Wenn du deine eigenen Items ablegst, kannst du sie auch verkaufen. Vergiss auf keinen Fall Geld zu hinterlassen, bevor du den Laden verlässt. Ja, das wäre schade. Willkommen und hereinspaziert. Okay, was haben wir denn hier? Ein Schlafsamen. Nee, lass mal.
Lass liegen. Nee, brauchen wir alles nicht. Weil wenn wir da einfach was klauen und wir da ohne Bezahlen weggehen, dann gibt es da ein richtiges Drama. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Jetzt nicht. Würde gern. Das muss ich auch mal zeigen. Das ist eine richtig coole Aktion. Also man mal richtig, also ich habe es glaube ich schon in Part 1 gesagt oder in Part 2. Oh Kacke. Das darf uns nicht so oft passieren. Das ist halt ein Wasser-Pokémon. Muss ich vorsichtig sein als Feuerstarter. So. Was ist denn da drüben passiert? Schnäppke. Schnäppke kämpft. Weitergehen. U7. Ein kampfunfähiges Pokémon. Ach, das Ding, das können wir auch mitnehmen. Haben wir hier eine ganze Armee. Können wir machen. Müssen wir nicht. So. Attacke. Wir müssen gerade mal selbst einen Apfel essen. Das wäre mal gut. Einen großen Apfel haben wir noch dabei. Sehr gut. Die anderen sind noch nicht hungrig. Ich werde aber ziemlich schnell hungrig. So, weiter voran. Da unten ist, glaube ich, das Pokémon, was wir heilen sollen. Hier ein Apfel. Dampfrelex. Willst du mitkommen? Ja. Reden muss man können. Item Heilkraft. Okay, sehr gut. Sind wir schon zu viert. Zu fünft. Ich verliere langsam den Überblick, weil wir so viele Mitglieder hier haben. Levelaufstieg. Für den Molly. Level 12. Jetzt holen wir den Prof langsam auf. Wird mal Zeit. Okay, hier noch keine Tür. Da auch nicht. Verdammt. Ganz am anderen Ende des Dungeons. Na komm. In Lebrak, na komm, das kriegen wir noch besiegt. Da, wo sich die meisten Gegner aufhalten. Dort drüben, da müssen wir hin. Okay, da war es noch nicht. Na komm, erledigt es, bevor es uns erledigt. Sehr gut. Hier auch nicht. Mensch, wo ist denn die Tür? Da ist sie. Leiter, Treppe. Ich bin verwirrt. Ich werde es einfach alles drei benutzen. Wundert euch nicht. Ab und an werde ich Tür, ab und an werde ich Leiter, ab und an werde ich Treppe sagen. Kann alles ein Ausgang sein. Man könnte auch einfach Ausgang sagen, aber gut. Oh nein, er hat drauf getötet, er hat mich getötet. Ach du Scheiße. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Wir haben natürlich keine Beleber mehr mit dabei. Ach du Scheiße. Das Hornwiese hier, das Dämliche. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Auf U7. Meine Fresse. Nein, ein Bibel. Ein Bibo. Sorry, dass ich es Hornwiese genannt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht dritten. Ich glaube mich kneift ein Höhenorg. Es ist doch nicht. Papunga retten. Ja, komm. Ich schneide das jetzt ein bisschen zusammen, bis wir in U7 sind. Das muss jetzt. Ja, muss jetzt hier nicht wieder mit reinschneiden. Ja, für die Post haben wir keine Zeit. So, Stillklamm. Ja, kommst du wieder mit. Jetzt halt wieder von vorne. Haben wir die ganzen Mitstreiter verloren. Stillklamm U1. Ja, wie gesagt, ich schneide das euch zusammen. Bis wir da sind. Hier sind wir gleich schon in U2.
Na komm. Wir müssen so schnell wie möglich fliehen. Jetzt haben wir natürlich die Items wieder nicht mit dabei. Haben wir halt alle Items verloren, oder? Und das alle? Ja, alle Items und alles Geld. Ah, schmerzhaft, ja. Wir haben ein bisschen was gelagert, aber trotzdem schmerzhaft. Gut, ich mache keinen Schnitt. Wir sehen uns auf U7. Heilige Scheiße. Gibt es nicht. Och nee. Das gibt es echt nicht. Auf Ebene U4. Ja, dann. Das ist nicht ohne hier, dieser Dungeon. Jetzt hier schon zum zweiten Mal. Versuch Nummer 3. So ohne Belebersamen und so weiter ist das auch. Ja, ich weiß, der Briefkasten quillt über. Ich weiß, Schnauze. Ich hole mir hier mal ein paar Items. Ach, sehen. Nee, warte, das können wir ja hier. Tun wir, bevor wir uns Dungeon aufbrechen. Stillklammer, na komm, das wäre doch hier mit aufbrechen, ach du Scheiße. Jetzt wieder ohne Items, na komm. Endlich wieder auf U7 angekommen. Ohne Modi, ohne Zwergi, mit Prof. Dafür haben wir einen Quapsel und einen Teddy Ursa geangelt. Wir sind dem Team beigetreten, nachdem sie besiegt wurden. Es ist doch zum Kotzen. Dann mal schauen, wie lange wir es hier mit Prof schaffen werden. Ich wurde jetzt hier schon zweimal besiegt, also Prof und Modi wurden schon Zweige und Modi wurden schon besiegt. Jetzt habe ich es nicht geheilt. Ach du Scheiße. Ich bin vergiftet. Na komm. Prof, überlebst. U10, das wird doch nicht so schwer zu erreichen sein. Ja, Prof heilen. Okay, sind die noch am Leben? Okay, sind sie. Puh, ja. Dieser Part hier. Ich sitze hier, glaube ich, schon fast eine Stunde dran. Bin nicht sogar länger als eine Stunde. Wir sind wieder auf U7. Das ist. Okay, mein Team verlässt mich. Ich bin jetzt gleich wieder alleine. Meine Fresse. Na komm, Prof. Das schaffst du. Und Booster besiegen, die werden hier von allen Enden belagert. Ach, fick doch die Henne, das ist doch. Möchte jemanden von um Hilfe bitten auf U7, das ist doch. Ach, das ist doch nicht wahr, komm, das ist. Ich habe das jetzt dreimal. Ich habe jetzt eine ganze Stunde jetzt hier dran gesessen und. Ja, ich glaube, es ist. Ja, es haut sogar hin. Och, meine. Ich kann es ja versuchen zu schneiden, aber irgendwo ist dann auch, jetzt reicht es mir auch, jetzt brauche ich erstmal eine Pause davon, das ist 6,5 Stunden später. Wieder auf Stillklamm U7, okay, mittlerweile ist das Team, noch ist das Team dabei. Wir werden wieder von allen Seiten, von allen Leuten umzingelt hier. Von allen Seiten erbarmungslos angegriffen. Dieses Dungeon ist OP. Ja, so sagt man das, glaube ich. Es ist einfach asozial hoch 9. Man stirbt teilweise schon hier in Sinnebeere. Das macht mal Sinn. Heißt ja auch Sinnebeere. Badumts. Ja, mit ein paar Belebersamen und anderen Items sind wir hier
bisschen weitergekommen. Wir sind schon ein paar Mal gestorben. Also es ist jetzt hier wirklich meine Fresse. Hier wirklich nichts für schwache Gemüter hier. Oh, komm jetzt hier, komm das. Oh, 7, wir sind schon fast am Ziel. Na komm, Modi. So, sehr gut. Da ist die Treppe zu U8. Na komm. Jo. Pfirsichbeere und weiter. U8. Wir sind weiter als nie zuvor. Sehr gut. So weit waren wir noch nie. Ganz vorsichtig. Da kommt noch ein Gegner. Ist ein bisschen, das ist schon eine Hausnummer hier. Für meine Pokémon, die noch kein hohes Level haben. Weberat möchte teilnehmen. So, ja. Okay. So, hier. Ebene U9. Gleich am Ziel. U10 ist die Tür. Der Gegner steht auf der Tür. Treppe. Meine Fresse. Da wären wir also am Ziel. Papungas Freund sollte sich hier irgendwo befinden. Nicht wahr? Oh, da bist du ja. Wir haben dich gesucht. Geht's dir gut? Ja, mir geht es gut, aber... Großartig. Dein Freund wartet schon auf dich. Aber Tengolist ist noch da hinten. Aber was, Tengolist? Los, lass uns nachsehen gehen. Bitte nicht. Wir sind schon sehr angeschlagen hier vom Abenteuer. Muss jetzt nicht noch mehr sein. Oh nein, geht es dir gut? So, sag doch was. Aber kümmert euch nicht um mich. Flieht, ihr Narren. Von hier verschwinden? Fliehen? Oh nein. Was passiert hier? Was ist passiert? Es ist ja auf einmal stockdunkel. Ich kann gar nichts sehen. Ja. Da ist er wieder. Zapdos. Ich sehe es doch an meinem Umriss. Er wagt es, auf meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringenden kenne ich keine Gnade. Und das geht auch für euch. Zapdos. Donnerblitz. Der Tengolist ist verschwunden. Ich mein Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengolist retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Das war laut. Zapdos, das ist also das legendäre Monster. Zweigi hat alle Aufträge im Dungeon Stillklamm erfolgreich abgeschlossen. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Weberak niederlassen könnte. Als Dank für dieses spannende Abenteuer erhältst du aber 176 Punkte. Kein Weberak für mein Team, schade. Hurra, gerettet! Ich bin ja so glücklich. Aber dafür steckt Tengolist jetzt in großen Schwierigkeiten. Erzähl uns doch bitte, was sich da genau abgespielt hat. Also gut, Tengolist entfachte mit seinen Blätterfächern Wind und befreite mich aus der Felsspalte. Doch diese Winde rissen die Gifterwolken ins Zwei. Und das, was geschah. Und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster. Es sagte, sein Name sei Zapdos oder so ähnlich. Sagtest du Zapdos? Simsala. Zapdos ist ein legendärer Vogel, ein legendäres Vogel-Pokémon. Das heißt, es sei vor langer Zeit in einen tiefen Schlaf gefallen. Also hat Tengolist es aufgeweckt. Nein. Der von Tengolist entfachte Wind war nur der Tropfen.
der das fast zum Überlaufen brachte. Schließlich war ja bereits die dortige Windstille eine Abnormalität. Das muss von den Naturkatastrophen in letzter Zeit herrühren. Zapdos ist erzürnt, weil er aus seinem Schlaf gerissen wurde. Wir müssen Tengodes retten. Zapdos wird nicht leicht zu besiegen sein. Seine Elektro-Attacken haben es in sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorangehen müssen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir möchten Tengodes ebenfalls helfen. Was? Das ist viel zu gefährlich. Zapdos ist sehr mächtig. Gegen ihn könnt ihr nicht viel ausrichten. Hey, jetzt mach mal halblang. Wir sind gerade nur 4-5 Mal in diesem harmlosen Dungeon hier gestorben. Schon auf mittleren Ebenen. Das ist das. So schwach sind wir doch gar nicht. Und Angst haben wir vor diesem Zapdos sowieso keine. Nicht wahr, Zwergi? Aua, mein Bauch. Ich hab auf einmal furchtbare Magenverstimmungen. Oh, keine Sorge. Er zieht immer so eine Schau ab. Er zieht immer so eine Schau ab. Mordi. Er tut immer so, als hätte er schreckliche Magenschmerzen. Echt nervtötend. Ja, ich bin ein ganz schlimmer Mordi, ich weiß. Ihr seid ein Retterteam. Wir auch. Wir wollen Tengolis helfen. Also gut. Wie ich sehe, habt ihr jede Menge Mut. Ja! Unsere beiden Teams sollten getrennt an den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir kampfbereit sind. Angesichts der ungewöhnlichen Stärke unseres Gegners sollten wir Vorsicht walten lassen. Ihr solltet euch ebenfalls gründlich auf die Reise zum Donnerberg vorbereiten. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Tengolis zu retten. Das werden wir. Ich kann es kaum erwarten. Zwergi, lass uns unser Bestes geben.